Hallo, ihr Lieben. Heute möchte ich einmal über Schutzengel sprechen. Was ist ein Schutzengel und wie könnt ihr in Kontakt mit eurem Schutzengel treten? Und ich möchte erst einmal mit der Seele beginnen, denn jeder Mensch besitzt eine Seele. Wir haben nicht nur einen Körper, sondern wir sind ein großes feinstoffliches Feld und die Seele ist sozusagen unsere Essenz, unser unsterblicher Kern in uns, unser Seelenlicht, unser inneres Licht. Und auch wenn wir diesen Körper eines Tages verlassen werden, so wird unsere Seele wieder in diese lichten Welten aufsteigen und dort weiter existieren, denn unsere Seele ist unsterblich. Und die Seele ist ein Teil unseres höheren Selbst, der immer verbunden ist mit dem unendlichen Wissen, mit der Göttlichkeit selbst. Und diese Seele, wenn jetzt eine Seele, ein Mensch auf die Welt kommt, dann ist dieses Seelenlicht etwas sehr, sehr Kostbares. Denn die Seele ist ein Teil des göttlichen Seins. Und diese Seele bekommt zu ihrem Schutz und ihrem Geleit einen Schutz sozusagen zugeteilt. Das ist der Schutzengel. So nennen wir diese Energie. Im Grunde sind Engel sehr, sehr starke, kraftvolle Energiefelder. Und dieser Schutzengel hat die Aufgabe, unsere Seele auf ihrem Weg zu begleiten. Die Seele möchte auf der Erde ganz bestimmte Erfahrungen absolvieren, bestimmte Dinge kennenlernen, sich mit bestimmten Ängsten auseinandersetzen und Leid erfahren und Dinge durch das Leid und den Schmerz erlösen und verstehen. Also sie ist sehr, sehr mutig und lässt sich auf dieses Erdenleben ein mit all seiner niedrigen Schwingung und mit all den Problemen, die wir hier auf der Erde haben. Aber im Grunde sind wir immer verbunden mit dieser höheren Ebene, mit diesem universellen Wissen und Sein. Und der Schutzengel ist also jetzt der Seele beigestellt zu ihrem Schutz. Und oft treten diese Schutzengel, wir nehmen sie gar nicht bewusst wahr. Manchmal in lebensbedrohlichen Situationen darf sich der Schutzengel zeigen und einschalten sozusagen. Und es gibt zum Beispiel Berichte von Leuten, die einen Autounfall hatten, wo plötzlich wie eine Hand in das Lenkrad eingegriffen hatte oder aufs Bremspedal gedrückt hat oder sonstige Dinge passiert sind, die aus einer anderen Dimension, eine Kraft, die plötzlich gewirkt hat, um das Leben der Person zu retten und zu schützen. Aber unser Schutzengel hat auch die Möglichkeit, uns in unserem Leben hilfreich zur Seite zu stehen. Und er mag das sehr, sehr gerne tun. Und Engel sind sehr höfliche Wesen und sie greifen nicht in unser Leben einfach von sich aus ein, sondern es geht immer darum, dass wir um diese Hilfe bitten. Und so können wir einen Kontakt aufnehmen mit unserem Schutzengel, indem wir uns kurz zentrieren oder in einem Gebet und uns wie mit einem Freund in einem Gespräch austauschen. Und wir können dem Schutzengel auch Fragen stellen und wir werden vielleicht nicht sofort eine wortwörtliche Antwort erhalten, aber wir erhalten Zeichen, Symbole. Oder es kommen plötzlich Ideen von anderen Menschen in unser Leben, die hier auf eine Lösung zu unserer Frage hindeuten.
kann auch sein, es entsteht ein inneres Gefühl, eine Wahrnehmung, dass wir wissen, ja, genau, das war die Antwort sozusagen auf unsere Frage. Und das ist sehr schön, wenn sich das dann so im Fluss zeigt und wir die Antwort erhalten. Und es ist eben wichtig, unseren Schutzengel in unser Leben einzuladen, indem wir ihn rufen, indem wir ihn bitten, vielleicht in einem kleinen Gebet jeden Morgen und um seine Führung, um seinen Schutz und seine Hilfe bitten für unser Leben. Und unser Leben wird damit sehr viel leichter und einfacher ablaufen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung so sagen. Und es ist wunderschön, mit seinen Engeln zusammenzuarbeiten. Manche Menschen haben mehr als einen Schutzengel, mehrere Engel um sich, vielleicht auch mehrere Schutzengel. Das ist ganz individuell verschieden. Aber es ist immer wichtig oder es ist immer möglich, mit seinem Schutzengel in Kontakt zu treten. Der Schutzengel ist ein unendliches Kraftfeld und es ist die pure Liebe. Wenn wir uns mit ihm verbinden, dann spüren wir diese starke, liebevolle Kraft, die er hat. Und wir sind unendlich geliebt, egal was wir tun in unserem Leben. Unser Schutzengel ist in bedingungsloser Liebe mit uns verbunden. Und er verlässt uns auch keine Sekunde in unserem Leben. Er ist immer an unserer Seite. Wir sind niemals allein, auch wenn wir uns vielleicht manchmal alleine fühlen. Aber dann versucht mal, Kontakt zu eurem Schutzengel aufzunehmen. Und der Kontakt funktioniert immer über die Herzebene, indem ihr euch mit dem Herzen verbindet, die Verbindung sucht. Und es ist wichtig, dass ihr euren Schutzengel in Gedanken oder in einem Gebet oder mit Worten einbindet und ruft und mit ihm sprecht, ihm eure Fragen stellt. Und vielleicht auch in die Stille geht und ihn einfach um euch spüren könnt. Wenn ihr mit den Energiekerzen schon die Energiekerzen kennt und mit diesen arbeitet, es gibt jetzt ganz neu eine Schutzengel-Energiekerze und ich finde sie ganz, ganz wunderbar, die durch ihre hochfrequente Schwingung diese Ebene einfach weiter öffnet für uns und den Kontakt zum Schutzengel einfacher macht. Aber es gibt viele Wege dorthin und in die Stille zu kommen oder in die Natur zu gehen, sind sehr gute Möglichkeiten, um mit seinem Schutzengel in Kontakt zu kommen. Und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Es wird bestimmt noch viel mehr Informationen geben rund um dieses Thema, denn das Thema ist ein sehr schönes Thema und vielen Menschen fehlen dazu Informationen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Samstag noch und sage spread your wings and fly. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne liken oder meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich und sage Namaste.